Hey Leute, ich bin schon wieder zu Xenoblade Chronicle X. Ja, für manche Verwunderten vielleicht jetzt, hey, was ist mit dem Charakter passiert? Ganz einfach, wir sind ein etwas anderer Charakter jetzt. Aber von der Story her sind wir komplett gleich. So, was ist eigentlich passiert? Ja genau, ich muss nochmal neu spielen, was eigentlich ziemlich zügig ging. Ich meine, wir sind hier bei 2 Stunden gerade mal. Lag daran, dass ich die ganzen Sachen überspringen konnte. Die eine für die, was? Benötigt Level 1 maximale erforschte Pino zu 15 und beende die Mission kleine Blade Islands und Sonder. Okay. Muss ich mal kurz aufschreiben. Was sollen wir? Die beiden Quests sollen wir erstmal schaffen. Das ist einmal kleine Blade Einleitung, ja, und Sonnenkunde. Okay. So, die beiden Quests müssen wir jetzt noch erreichen. Wir haben Gwen noch im Team, ja, ziemlich cool. Und mein Outfit ist von Gwen geklaut, das habe ich dann einfach eiskalt abgezogen, was ich ziemlich nice fand. So, was hat sich jetzt eigentlich geändert? Wir sind jetzt Team, wir können jetzt mal gucken, wir sind erstmal von der Klasse, ich habe jetzt eine neue Klasse gewählt, wir sind jetzt Gardist. Ja, ich habe jetzt auf Gardist spezialisiert, da habe ich auch die Talente anders geskillt. Weil ich mir dachte, das ist ein bisschen actionreicher, vorne in der ersten Reihe zu stehen. Und wir sind den Harriers beigetreten, weil das so von den Skills her, was man dazu bekommt, halt am besten gepasst hat. Ja, was ist genau passiert? Ein Bekannter hat gespielt, hat nicht gelesen, hat einen neuen Spielstand angefangen. Und sobald du einen neuen Spielstand anfängst und da speicherst, ist der alte Spielstand weg. Ich bin nur froh, dass ich noch nicht so weit war, dass ich mich wirklich krass drüber geärgert habe. Weil, wie gesagt, ich konnte jetzt eigentlich ziemlich schnell nachspielen. Und naja, jetzt ist unser Charakter eben ein bisschen anders. Er ist was älter, er ist halt was reifer und er ist vorne ein Kämpfer. Ja, und soweit ich weiß, hast du diese Quest für uns, oder? Entschuldige. Ja, ich glaube, diese ganzen Nebensachen, die können wir uns ja eigentlich sparen, oder? Fodor sagt die auf, die Geschichte zu erzählen. Ja, erzähl uns deine Geschichte. Oh, wirklich, du willst mir zuhören, mir ist vielleicht zu helfen, aber ich habe glücklich dir wahrscheinlich... Wobei ich gerade hier ziemlich sicher bin, dass wir hier falsch sind. Wir hätten vorne an das, vorne reingehen müssen, aber okay. Vorne sind Umstände. Okay, nehmen wir an. Soweit ich weiß, hat mir das erzählt, dass man an die 20 Quests annehmen kann. Haben wir jetzt eine Quest? Ja, ne? Draußen. Ersatzteile, ja, okay. Wir können wohl 20 Quests immer annehmen. Und das war's. Aber ist okay. Reicht ja voll. So, Elona hat die Quest, glaube ich, für uns, ne? So, Randy, du scheinst drauf und dran zu sein, dir als Blade einen Namen zu machen. Es kursieren schon die wildesten Geschichten über dich. Manche berichten von anderen. Ja, ja. Ist okay. So, verneigen, bestätigen. Bist du vertraut mit den Blade-Leveln? Nicke und sag, dass du im Blade bist. Schüttel den Kopf. Okay, wir sind da noch nicht so im Kopf, daher erzähl uns das bitte mal. Ah, das freut mich. Dann habe ich meinen kleinen Vortrag wenigstens nicht umsonst vorbereitet. Mit Blade-Leveln fällt es sich folgendermaßen. Neuzugänge wie du starten für gewöhnlich auf Blade-Level 1. Doch mit jeder Mission, die sie zum Abschluss bringen, sammeln sie Erfahrung als Blade und steigen auch langsam ihr Blade-Level. Der Blade-Level ist sozusagen ein Barometer für deine Leistung bei Blade. Die Skala endet bei Level 10. Diesen höchsten Level erreicht jedoch nur meisterhafte Kämpfer oder geniale Strategen. Als nächstes würde ich gerne auf Division-Punkte zu sprechen kommen. Ich sehe das einen Begriff verneinen. Nicht okay. Aber über die Division weißt du Bescheid, oder? Die 8 Division von Blade übernehmen wichtige Aufgaben. Naja, sie, ja, Front weißen. Für jede Aufgabe gibt es diesen Division-Punkt, die eben ansprachen. Das Wichtigste an diesen Punkten ist, dass sie deinen Blade-Level ansteigen lassen. Und Punkte bekommst du praktisch für jeden Handgriff, den du als Blade erledigst. Angeben. Prophezei, dass du schneller Level 10 erreicht haben wirst, als Elonara gucken kann. Erkunde dich, worin die Vorteile eines hohen Blade-Level liegen. Ja. Ein höherer Blade-Level bringt dir Ruhm und Anerkennung und obendrein wirst du mit fantastischen Boni belohnt. Welche Boni genau das sind, verrate ich dir erst, wenn du soweit bist. Ich möchte ja nicht die Überraschung verderben. Versuch erst einmal Blade-Level 2 zu erreichen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Dann bekommst du Boni, okay. Kleine Blade-Einleitung. Ja, erhöre die Elono-Erklärung zu Blade-Level an. Ja, das haben wir ja gemacht. Annehmen.
diese Mission als Navigationsziel festlegen. Ja. Das Lustige ist, wir haben jetzt irgendwie... Okay, das zweite war Sonder irgendwas, ne? Steht das hier schon bei? Sonder. Okay, kann auch sein, dass das erst danach kommt, wenn wir diese Quest da vorstellen schaffen. Oh nein, Sekunde, könnte es sein, dass dein Blade Level bereits angestiegen ist? Tatsache, um ehrlich zu sein, hatte ich mich bereits gewundert, weil du schon so zufällig wirkst. Würdest du mir trotzdem noch einmal zuhören, der vollständige halbe. Grundsätzlich gilt, komm immer zu mir, wenn dein Blade Level angestiegen ist. Dann sollte ich deinen Levelaufstieg zertifiziert haben. Bin ich autorisiert, dich mit einem großen Bonus zu belohnen. Heute ist der Bonus für die Erreichung des 2. Blade Level fällig. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Neuer Holoprojektor. Ein neuer Holoprojektor steht jetzt im Blade-Quartier zur Verfügung. Okay, hast du dir deine Bonus einmal angesehen? Solche Einrichtungsgegenstände für persönliche Gestaltung deines Quartiers wirst du in Zukunft öfter von uns bekommen. Das Quartier ist schließlich dein neues Zuhause auf Mira. Das ist wichtig, dass du es dort wohlfühlst. Richte es also ganz nach deinem Geschmack ein. Hihi, du wirkst ein wenig skeptisch. Du hattest nicht erwartet, von Kommandanten Raumdeko als Boni zu erhalten, oder? Nun, die Skepsis ist berechtigt. In Wirklichkeit steckt eine Petition dahinter. 100 Blade-Kollegen haben Unterschriften gesammelt und diesen Boni beim Commander durchgesetzt. Okay, aber ich schweife ab, zurück zum Thema. Es gibt noch einen weiteren Bonus. Und vermutlich wird dich dieser mehr interessieren als die Einrichtung. Danke. Er betrifft nämlich dein Spezialwissen. Jeder Blade kann sich in mechanischen, biologischen oder Wissen fortbilden. Momentan verfügst du auf jeden dieser drei Gebiete über Grundkenntnisse. Doch nun bist du an den Punkt gelangt, an dem du dich weiterbilden kannst. Denn jedes Mal, wenn du eine höhere Blade-Level erreichst, kannst du bei mir eine der Spezialwissensgebiete erweitern lassen. Vielleicht wirst du dich zunächst ärgern, dass du nur ein Gebiet gleichzeitig aufstufen kannst. Aber glaub mir, auch dies geschieht nur zu deinem Besten. Zu viel Wissen auf einmal führt eher, als das ist. Nützt hinzu kommt noch, dass große Wissen große Verantwortung mit sich bringt. Nicht abzudenken, was alles passieren könnte, wenn jemand die Absicht hätte, uns mit diesem Wissen zu schaden und sich die Blade-Zentrale zu hacken. Okay, ja, danke. So genug, der Redig, ja, wir wollen jetzt, wir gehen in Maschinik. Gut, dann erweitere ich hier mit deinem Maschinik-Spezialist. Ja, da gibt es jetzt diese Schätze, die wir mit Maschinik aufmachen können. Und das können wir jetzt damit machen. Und wir sehen uns wieder, wenn du Blade Stufe 3 erreicht. Du weißt ja, wo du mich findest, alles Gute. Kleine Blade-Einleitung, Mission abgeschlossen. Danke. Ja. Jetzt ist die Frage, war ich echt schon Blade? Oh, ich war echt schon Blade Stufe 2, nice. Was wir jetzt aber machen können, ist erstmal da vorne, da gibt es so einen Tank. Den können wir jetzt aufmachen, da wir Stufe 2 sind. Oder war der ab 3? Verdammt, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der war ab 2, ich bin jetzt nicht mehr sicher. Wenn ja, dann können wir ihn aufmachen, wenn nein, dann halt nicht. Yeah, können wir. Sehr schön. So, wir müssen aber. Wir müssen 15% unserer Karte, glaube ich, irgendwie aktualisieren, war das noch, ne? Und eine Quest noch annehmen. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht, wo diese Quest ist. Geschworener Kamerad, ne, das ist sie nicht. Das ist jetzt die Frage. Wo kriegen wir die Quest her? Die Arbeit ruft, ja, finstere Serien, das war schon Waffen gesucht, neue Gaumenfest, also Skelett, Recycler war geschmacksvoll, Felderwesen, Schneider, Evoljagd, Blade, Spielleiter, was offenes, Offizien, neue Prototyp, Recycling Skelett, Battle, Boden, Bodenproblem, nee. Okay, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, meint es das hier von links irgendwie, oder? Das könnte gut aus sein, denn der gute Stass hatte mir da Tipps gegeben. Reden. Du bist Randy, richtig? Ja. Wer bist du? Gut, ich habe schon auf dich gewartet. Ich bin Christy, Christy mit K, klar. Ich bin Manager für Frontiernav. Nagi hat mich gebeten, dir alles zu erklären, was du über Frontiernav wissen musst. Also wollen wir gleich loslegen?
Egal. Ja, ja, ich habe abgelehnt. Sehr gut. Sondenkunde, sehr schön, da haben wir es doch. Lerne von Christie Wissenschaftswerte über das Frontin-Level. Annehmen. Erinnerst du dich noch an die Datensonden, die dir installiert haben? Ja, natürlich. Ich habe sogar schon eine zweite. Gut, dann stimme. Falls sich die Online-Sinne doch mal in Stich lässt, rufst du mit diesem Com-Gerät einfach die Karte auf. Ich empfehle dir mal zwei Knotenpunkte in der Umgebung, die du von Tinava Raster miteinander verknüpfen kannst. Du machst dich jetzt auf den Weg und installierst an jedem davon einen Datensonden, okay? Und wenn du das gemacht hast, rüsten sie sie auf. Aber nicht einfach aufgerüstet, das habe ich sogar schon gemacht. Da kriegst du irgendwie bessere Materialien. Also nochmal zum Mitschreiben. Du reist zu den zwei Knotenpunkten, du installierst jeweils eine Datensonde, dann rüstest du deine Sonde zur Förderungssonde auf. Und das, was auch schon ist, in der Hexenwerk. Sobald du es einmal gemacht hast, kannst du es im Schlaf. Okay. So, installiere eine Datensonde am Knotenpunkt 114. So, jetzt müssen wir rausfinden, wo der Knotenpunkt 114 ist. Das sollte aber irgendwie eigentlich Knotenpunkt 116. Oh, das sind die. Oh, okay, das sind hier die hier, oder? Da kann ich aber. Das sind die alten, da, also da, wo wir damals angefangen haben. Glaube ich zumindest. Beamberg Baby. So. Wir sind hier unten. Was ich gar nicht so gut finde, warum wir lieber nach hier oben gehen. Aber von da aus können wir da einfach einmal runtergehen oder einmal ein Stückchen hoch und dann haben wir auch die Sonde. Also ja, das ist das Gebiet, wo wir ganz am Anfang waren. Mit diesem unglaublich stark. WTF? Warum sind wir auf einmal Level 20? Okay. Ja, meine Freundin geht mal auf Seite. Hier waren mal Level 1 Gegner. Also. Ich glaube, hier, das hier ist jetzt Knotenpunkt 102. Okay, 102. Hier sind wir doch ein bisschen verkehrt. Aber dennoch bringen wir das jetzt an. Ach, das Schöne ist, mir wird das ja auf der Karte sogar angezeigt, aber... Auch da oben... Oh, okay. Okay, da oben ist wir hin. Okay, wir reisen hier hin. Und dann müssen wir da einmal quer rüber. So, auf der Karte sehe ich jetzt gerade, wo wir hin müssen. Ich dachte, das wären die ersten beiden Gebiete gewesen, wo wir hin sollten, aber war nicht der Fall. Aber ist ja okay. So, wir sollen in diese Richtung. Gut, können wir eigentlich vorher... Kann ich hier mal kämpfen? So, zack, also ich habe jetzt ein ganz normales Sturmgewehr und einmal ein zack, großes, dickes Schwert. Wir können die Wut auf uns ziehen. Und wenn wir das haben, haben wir einen Wutangriff, der enorm viel Schaden macht. Jetzt haben wir noch hier so einen Tornadoangriff, auch ziemlich cool. Und wir haben etwas zum Ausweichen, das sieht total dämlich aus. Wir fallen einfach so nach vorne und werden dann nicht getroffen, im besten Fall. Ansonsten haben wir immer noch den Hammerarm, um unseren Gegner umzuwerfen. Zack. Und ja, unsere Brandgranate. Naja. Die haben wir jetzt nicht gesehen. Aber die sollte ja schon weltweit bekannt sein. Ja. Ich hoffe, es ist okay, dass wir jetzt der Charakter ein bisschen anders aussieht. Sieht ein bisschen. Wobei mein Umstand sogar ein bisschen cool aus. Ich frage mich auch, ob man später halt generell irgendwie da noch was verändern kann. Was mir auch gefallen ist, dass jeweils unterschiedliche Typen jeweils auch unterschiedliche Frisuren nochmal hatten, ja? Also das habe ich beim ersten Mal gar nicht wirklich gesehen. Also wir müssen hier vorne noch ein Stück weiter. Oh! Level 13, ey, lila, das ist, das ist voll unser Ding jetzt. Komm, den machen wir jetzt platt, oder? Da gibt es nämlich Division-Punkte für, weil ich bin bekannt dafür, als Gegner unterwegs zu sein. Das Problem bei so einem Vieh ist immer, ich weiß nicht, ob der auf mich zielt oder nicht. Nein, der letzte Angriff hat hart gesessen. Boah, zuck. Abwehr drauf. Boah, okay. Und zack, zack, zack. Oh, Gwen ist schon fast tot, ey.
Okay. Aber wir können die Wände auch wiederbeleben, das ist es nicht. So, falls jetzt gleich irgendwie einen krassen Angriff machen möchte, können wir ausweichen, okay. Ja, dann mach doch mal den. Ey, da sind zwei tot, okay. Kommt da vorne hingehen, dann können wir sie wiederbeleben. Aufmuntern, okay. Die Frage ist, wo. Hier vorne. Ah, da kommen wir zu spät, ja klar. Okay, ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mir hier zu viel zugemutet, wenn ich so gucke, wie viel Life das Vieh noch hat. Wir sind noch auf 17. Und wieso kann ich. Perfekt, okay. Level 13, lila, Serien des Verschollen ist doch noch eine Nummer zu krass für uns. Okay. Ich denke mal, ich werde auch nach der nächsten Mission, war das, glaube ich, ein bisschen leveln. Habe ich nämlich den Tipp bekommen von Stas, dass danach die Mission wohl schon ziemlich heftig sein soll. Und der ist ein gutes Stück über mir vom Level her. Weil er auch ganz viel nebenbei gemacht hat. Was ich aber auch vorhab, also ich überlege, viele Nebenquests einfach mal zu machen. Und dann steige ich ja auch so ein bisschen auf. Aber wir wollten. Also wir machen ja gerade auch Nebenquests, daher alles cool. Wow. Ja, so haben wir doch schon besiegt, aber die waren nicht Level 21. Also wenn ich so gucke, hier so Level 18 und so, also die sind ja alle vom Level her jetzt gerade auch wirklich echt über unserem Niveau. Und auf Level 15 habe ich gesehen, gibt es auch neue Rüstungen, die wir uns dann wirklich angucken können. Wir haben auch zwei Charakter, die neu dazu haben. Einmal diesen Gewinn und einmal die, ich weiß gar nicht, wie die andere heißt, aber die habe ich auch nicht gefunden. Ja, die muss auch irgendwo im Verwaltungsbezirk rumlaufen. Aber die hat einen aktuellen Status da nicht gefunden gehabt, warum ich, ja, einfach Gewinn genommen habe. Daher passt das auch so. Wow. Da scheint das Pferd so aus dem Nichts. So, Reisepunkt mal wieder erhalten. Ey, so viele Kreaturen, das ist brutal. Und sieht einfach nur cool aus, ne? Sieht ja einfach nur mal cool aus, muss man ja einfach mal so sagen. Und oh, wir sind ein gutes Stück noch entfernt. Da, ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind 64. Das sind auch richtig, richtig krasse Viecher. So. Laufen wir, ja doch, wir laufen hier richtig. Ja. Wir müssen so in diese Richtung. Und jetzt 52. Ah, da hinten ist es doch schon. Steine mitnehmen, verboten. Tier. Okay. Boah, hier sind die echt vom Level schon ziemlich heftig hoch. Neues Gebiet in einem Sack Karsei. Gut. Die Frage ist, wie sehr ich das ausreize mit Nebenquests erledigen und aufnehmen oder offscreen spielen. Also ich will schon ziemlich viele Nebenquests machen, aber ich glaube, ich werde sie nicht, also ich werde auf gar keinen Fall alle zeigen. Das wäre dann, also jetzt sollen wir hier noch installieren, ne? Also ich muss auf mein Gamepad klicken. Und ja, jetzt sind wir dahin gereist, das wird nicht sein. Sollen wir ändern, hier bestätigen, zack. Sollen wir ändern, installiere die Datensonden am Knotenpunkt 112 in der Perron und rüste sie die Folgen G auf G1, okay, habe ich doch, oder? Auf G1. Bestätigen. So, zack, weil die jetzt. Oh, die sind jetzt alle miteinander verbunden. Ziemlich krass, okay. Sprich mit Blade, Sammelpunkt der Verwandlung. Okay. Jetzt gehen wir erstmal noch zurück. New Los Angeles, Verwaltungsbezirk, glaube ich, 4,6% Erforschungsstatus. Das ist ja auch schon mal ein bisschen was, oder? So, ich habe sogar direkt einen Reisepunkt vor der guten Frau. Ja, hier da gegenüber. Christy mit K, nicht mit C. Hi Christy. Die Installation ist abgeschlossen und zack, an den Knotenpunkten arbeiten jetzt Fördersonden. Perfekt. Du lernst schnell. Vermutlich sieht Nagi deshalb Potenzial in dir. Angeben, herunterspielen. Natürlich angeben.
Ja, ja, nee, ist klar. Ist die Aussicht schön da oben auf deinen hohen Ross? Natürlich. Na, jedenfalls versuch später mal auf dein Comgrid in den Frontnavi-Modus zu wechseln. Solltest du drei Knotenpunkte sehen, die rot umrandet und durch Linien verbunden sind. Das ist eine Dreierkette. Was bedeutet, dass der Effekt jeder dieser Sonnen um 30% verstärkt wird? Wenn du jetzt zum Beispiel 5 benachbarte Knotenpunkte mit den gleichen Sonnen ausstattest, wird der Effekt um 50% stärker. Ein Achterkette bringt 80 und so weiter und so fort. Je mehr typengleiche Sonnen in benachbarten Knotenpunkten zusammenwirken, umso besser wird das Frontnavi und umso leichter wird deine Arbeit. Kompliziert, nicht kompliziert. Hast du verstanden, worauf ich hinaus will? Ja. Je mehr wir von den gleichen haben, desto besser. Gelernige Schüler habe ich gerne. So, damit wären wir auch schon am Ende deines ersten Auftrages angekommen. Als Belohnung schicke ich dir eine Forschungssonde, dass du mir nachher nicht... Warum erzählst du, ich sei geizig? Gratis bekommst du von mir auch gleich noch einen weiteren Auftrag, inklusive hilfreicher Erklärung. Wir machen es so wie beim letzten Mal. Ich zeige dir einen neuen Frontnavi-Knotenpunkt und du machst ihn ausfindig und installiert dort eine Datensonde. Dann nimmst du den Comic-Gerät und rüstest die Datensonde auf. Und zwar diesmal zu einer Forschungssonde. Oh, und wo du schon dabei bist, kannst du dir direkt noch einen Keimpunkt ansehen, der sich in derselben Gegend befinden soll. Steinskellhöhle. Viel Glück. Oh, das ganz ehrlich, das machen wir jetzt auch noch. Das interessiert mich. What? Das ist so weit weg, ne? Aber okay. Da gehen wir mal hin. Das ist jetzt alles Erkunden der Gegend. Nicht schlecht. Und irgendeine Höhle. So, wir müssen in diese Richtung. Das sieht auch richtig cool aus. So, jetzt hier einfach nur geradeaus und dann kommen wir da auch an. Jetzt müssen wir ein bisschen schwimmen, kein Problem. Ist kein Ebol-Jägerin. Ja, hier gibt es sogar noch ein Item. Kriegst du das überhaupt? Ja, weil ich kann nicht springen. Die Frage ist jetzt, wie weit müssen wir eigentlich? Gar nicht so weit, wir sind vielleicht schon fast da, aber das Problem ist gerade, also ich sehe, kommen wir hier vorne, kommen wir überhaupt nicht hoch. Das heißt, wir müssen hier so an der Seite vorbei, würde ich fast behaupten, oder? Komme ich hier vorne vielleicht durch? Nein. Ja, wir müssen einmal rumlaufen. Hätten wir jetzt ein Skelett, könnten wir von drüber fliegen. So richtig. Ah, da vorne ist es schon. Installiere die, entdecke den Geheimpunkt. Aber wo ist dieser Geheimpunkt? Das interessiert mich jetzt. Oh, Level 18, ne? Oh. Okay. Also die Gegner hier sind schon ziemlich heftig, würde ich mal sagen, ne? Also sind alle friedlich, das ist schön. So, der zweite Punkt, boah, der ist schon ziemlich weit weg. Wir müssen jetzt ein ganzes gutes Stück laufen, ja. Aber dafür haben wir hier auch eine prächtige Aussicht. So, warte, ich kann mal hier Auto sprinten, so, zack. Der Kugelblitz. Ich weiß nicht, was der Kugelblitz gerade macht. Der zeigt irgendwie in eine andere Richtung. Okay. Wow! Okay. Die Frage ist, müssen wir da jetzt... Also wir müssen... Okay, komm, ich springe jetzt runter, kein Problem. Automatisch sprinten wir da an. Das Problem ist, die hier sind alle... Die sind alle aggressiv. So, das rote Auge heißt, dass die uns angreifen, wenn sie uns sehen. Stiller Sumpf. Okay. Kann ich hier drüber laufen? Ja. Und die Frage ist... Oh, verdammt, jetzt komme ich da echt nicht hoch, ne? Ne, wir müssen jetzt hier echt irgendwie rumlaufen. Hm. Okay, ja, okay, ne, hier unten... Okay. Das hier unten war echt keine gute Idee. Aber okay, wir können hier einmal... Okay, ja, wir können hier einmal schnell rumlaufen.
Oder? Das sieht alles so krass mäßig nach Umweg aus, ganz ehrlich. Wir laufen nämlich gerade wieder komplett zurück, wenn ich auf die Karte achte. Aber wir müssen halt hier irgendwie hochkommen. Wir müssen ja einmal echt komplett um den Berg herum. Ja. Wie sagen wir denn, keine krassen Kletterfähigkeiten, ja? Truppenaufgabe, okay. Was ist da unten? Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Das sind die Truppenmissionen. Da haben wir eine Sache von erledigt. Da bin ich mir gar nicht so sicher, was das also bedeutet. Ich weiß nicht, spezielle Gegner, die wir besiegen. Ah, warte, warte, warte. Ist das jetzt hier? Okay, doch. Okay. Ich dachte, ich springe schon wieder in den Sumpf rein. Aber ich komme da vorne auch nicht hoch. Okay, das Problem. Zack, zack, zack. Hier wirf mich mal um. Und Tornado Blade. Ja. Also hier ist Level 14 Monster, machen wir easy platt, ey. Der kann wirklich echt wenig. Ja, wir können unseren SP auffüllen, aber ja. Müssen wir jetzt echt nicht machen. Oh, zack, zack, zack. Ja, der Schaden von unserem Angriff ist schon. Wow, okay, jetzt habe ich die Heilung versorgt. Aber ich bin jetzt echt gerade nicht. Gut. Okay, so. War gar nicht geplant, aber ist okay. Und ich habe jetzt jedes Mal verkackt bisher. Okay, zack. Tornado Blade. So, zack, zack, zack. Das macht jetzt einmal 1500 Schaden. Kann sich doch echt sehen lassen, oder? So, dann eine Flammengranate, kein Problem. Das Problem ist, die sind aggressiv. Aber ich habe jetzt echt gerade keine Lust, selbst zu kämpfen von da oben, sondern. Guck mal, der Affen? Wir müssen jetzt hier hoch, okay. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier hoch. So. Und die sind auch aggressiv. Warum sind die alle aggressiv? Müssen wir da ganz nach oben? Ich versuche den erstmal auszuweichen, weil ich jetzt den Kampf gerade nicht suche. Die Truppenmission ist auch vorbei und wir müssen komplett auf die andere Seite hier fahren. Das ist ja auch. Ich muss ja irgendwie hochkommen, oder? Komm ich denn da hoch? Nein. Wie komme ich denn da jetzt hoch, Mensch? Kann ich nicht sein, dass ich einmal komplett rumlaufen muss, oder? Schwingen die Erfolgen. Schwingen des Erfolges. So. Wir entfernen uns immer weiter davon, aber das Problem ist halt. Okay, Leute, wir reisen jetzt nach hier, zum Sumpf. Und gehen einmal rechts rum. Ich glaube, damit kommen wir besser. Ernsthaft, jetzt sitze ich direkt im Sumpf wieder drin, okay. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir da rechts rumlaufen, viel schneller dran kommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ansonsten, ja. Ansonsten haben wir hier ein ernsthaftes Problem. Ja, und guck, ah, hier, und hier geht's direkt hoch, ja. Hätten wir direkt so machen müssen. Verdammt. Tja, man ist nachher immer schlauer als vorher. Komme ich denn auch ganz nach oben da durch, oder? So, jetzt sind wir nämlich auf den oberen. Ja, jetzt sind wir oben drauf halt, ne? Und ich glaube, ich muss ja ganz oben drauf. Habe ich das Gefühl irgendwie. Jetzt muss ich hier vorne irgendwie lang. Ey, der Punkt ist so verstrickt. Das ist ja abnormal. Dann. So, wir müssen in diese Richtung. Hä? Wir stehen jetzt kurz davor. Achso. Ah. Ich glaube, unter mir. Ist das die Höhle?
Ich will jetzt eigentlich nicht runtergehen. Aber wir sind hier schon richtig, oder ist das ganz. Ist ganz oben drauf. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Gab es jetzt irgendwo noch ein weiterer Weg nach oben? Ja, gut, Leute. Was machen wir denn jetzt hier? Komm schon. Okay, Leute, ich würde erstmal sagen, wir machen hier einen Schnitt. Sehen uns im nächsten Part. Ich guck mal, wie ich da jetzt gleich hochkomme. Das sehen wir dann im nächsten Part. Also, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin und ciao.